It's high noon. Draw! Hallo Leute, herzlich willkommen zu GPL Season Nummer 5, Spieltag Nummer 13, Jugendglückszahl 13. Gegen den guten Maxi und seinem Team Brazilian. Wie immer, wenn ihr wissen wollt, wie ich mein Team aufgebaut habe, schaut in dem Teambuilding-Video nach. Wir sehen auf jeden Fall auf der Gegnerseite, auf Maxis Seite, Smogmog, Terrakium, Rotom Wash, Griffeldes, Jirachi. Und Max sagt im Prinzip, aha, genau das, womit ich schon gerechnet habe. Genau das, wo die Probleme sind. Terrakium und Hexerus offensiv. Rotom Wash trifft einfach alles wirklich gut. Jirachi wird halt durch Felinara fast schon eingeladen reinzukommen und Smogmog halt wahrscheinlich als Marmutil-Check. Ich würde sagen, wir können jetzt hier eigentlich gleich in den Kampf reingehen, denn ich habe mich hier für den Rotom-Lead entschieden, weil ich das fand, das ja ist am okaysten, irgendwas zu verbrennen, paralysieren, fand ich ganz nett. Und ich beginne hier mit meinem kleinen Lümmel, während er hier mit Smogmog leadet. Und ich habe lange überlegt, ob ich jetzt hier direkt etwas wage, und zwar Marmutil zu gehen, einfach, um dagegen den Sub zu drücken. Weil er 100, ich war mir eigentlich schon 100% sicher, wenn er mit Smogmog leadet, dann wird er eigentlich die T-Spikes rauslegen. Aber wenn er zum Beispiel irgendwie was anderes auf meiner Seite predicted hat, nur um es zu toxinisieren oder zu verbrennen, dann geht das Ganze sehr schnell nach hinten los. Und so habe ich mich nicht getraut, das in der ersten Runde zu machen. Und wie wir sehen, kommen hier auch wirklich die T-Spikes. So, das Schöne ist, ich wusste, ich kann hier eigentlich mit einem physisch-defensiven Weezing rechnen. Deshalb gehe ich jetzt hier einfach mal auf die Bürde. Und die macht sehr, sehr guten Schaden, weil das hier ein Crit war. Wir haben den Kampf übrigens nachkämpfen müssen, deshalb kommt später nochmal ein paar komische Szenen. Im anderen Kampf war es zwar kein Crit, aber es war komplett egal, weil Bürde so und so ein Two-Shot ist nach Burn. Vor allem heißt im Prinzip, hat dieser Crit hier überhaupt nicht gemeldet. Ich kann jetzt hier auf eine weitere Bürde gehen und damit das Smogmog schon mal rausnehmen. Bedeutet, wir kriegen keine weiteren T-Spikes raus. Problem ist aber, ich wollte eigentlich vor dem Kampf noch Defog draufpacken und habe das dann so ein bisschen verkackt, weshalb jetzt immer noch Painsplit hier drauf ist, was ein bisschen nervig ist. Er geht jetzt in seinen Rotom Wash und mein Problem ist, ich habe nicht wirklich einen guten Rotom Wash Switching. Klar, wir haben Felinara, was wir jetzt hier reinwerfen könnten, aber wenn das irgendwie so ein Trick-Set ist, hätte er ja das zum Beispiel jetzt drücken können und mein Felinara komplett verkrüppeln können. Deshalb wollte ich erstmal schauen, was ist das für ein Rotom Wash, und wir sehen, okay, das ist eher defensiv ausgelegt, Ladungsstoß macht nicht allzu viel Schaden. Wir kriegen ein bisschen Überreste Recovery und ja, wir müssen jetzt unseren kleinen Lümmel hier schon wieder zurückziehen. Gehe jetzt in meinen Felinara und dachte mir, komm, der wird sowieso nochmal Hydropumpe drücken. Du kannst es auch ruhig mal missen, das ist durchaus okay, wenn du jetzt mal misst, die zweite Hydropumpe kann man mal missen. Leider trifft er die jetzt hier an der Stelle auch und die macht halt nicht gerade wenig Schaden, ne? Es ist okay, dadurch, dass wir aber normal vergiftet sind, kriegen wir da schon relativ viel Schaden, was durchaus nervig ist. So, und jetzt kommt das Problem an Felinara. Sobald Felinara drin ist, kann er eigentlich hart in sein Dingsbums rausgehen. Er hat hier tatsächlich nicht mal Voltwechsel gedrückt, wo ich überlegt habe, hat er Voltwechsel? Er wird 100% Voltwechsel haben und versucht jetzt hier nur den Scarf zu bluffen, dachte ich mir. Weil ich finde Scarf Rotom Wash, ich weiß nicht, wie gut das ist. Ob das so krass gut gewesen wäre, weil das zum Beispiel gar nichts gegen Megalatias gemacht hätte. Weshalb ich eigentlich nicht damit gerechnet habe. Ich kriege jetzt durch das Poison meine Citrus Berry wieder hoch, das heißt, wir kommen wieder in eine akzeptable Range. Plus haben wir hier gerade einen wunderschönen Wunschtraum aussprechen können, was für mich wiederum bedeutet, dass jetzt die Situation ist, in der ich im Manaphy gehen kann, um auf plus 3 zu gehen, denn entweder greift er mich mit irgendwas an und ich heile mich wieder hoch. Oder er legt die Tatensteine, und die zweite Variante ist ziemlich wahrscheinlicher, und er legt sie hier auch. Denn er hat Stunfisk nicht dabei, bedeutet, Jirachi ist sein einziger potenzieller Rocksetter. Und ja, jetzt muss ich halt versuchen, irgendwie dieses Jirachi möglichst schnell vom Feld zu bekommen, damit Manaphy hier eine große Gefahr ist. Denn Manaphy bekommt er gar nicht mal so einfach weg. Das einzige Mon, was in seinem Team Manaphy aus einer akzeptablen Range raushauen kann, wäre sein Terrakium, sonst nichts, weil Hexerus ist halt langsamer logischerweise. Während das Terrakium halt schneller ist. Er geht jetzt hier in Rotom Wash, während ich auf den Schweifglanz hier gehe. Wo ich mir schon dachte, okay, hat er die Window Berry? Und dann habe ich so nachgekalkt. Aber selbst die würde nicht viel bringen. Und durch den Ladungsstoß-Damage habe ich mir so erkalkt, okay, ich glaube sogar nicht mal, dass der die dann trotzdem überlebt auf plus 3. Da war ich mir nämlich nicht ganz sicher, weshalb ich trotzdem mal auf den Energieball gegangen bin. Er baitet aber hier sozusagen, dass ich auf Energieball gehe, geht dann in sein Griffeldes rein. Ich habe hier auch überlegt, wechselt der jetzt, möchte der das machen? Aber dann dachte ich mir,
Die Windowberry wäre jetzt eigentlich schon ein bisschen obvious, ob ich vielleicht sogar auf einen anderen Move gehe. Habe mich aber schlussendlich da auch wieder nicht getraut. Hier bin ich dann auf Eisstrahl gegangen, was ich mir halt schon dachte, dass hier wahrscheinlich die Yachi drauf sein wird. Das ist okay für mich. Das Griffeldes geht jetzt weiter auf Yuten, um mich weiter runter zu chippen. Das ist aber okay, denn ich weiß ja, dass ich durch die Vergiftung jetzt gleich auf meine Arguaf Berry komme und damit einfach wieder über 50% komme, wenn er jetzt hier Terrakium reinschickt. So, und das könnte jetzt natürlich ein Fehler seinerseits sein, wenn das hier zum Beispiel ein Choice Scarf Terrakium ist oder irgendwie Sea Iron Head oder sowas, weil es auch nicht ausreicht. Und hier habe ich lange überlegt, bleibe ich jetzt drin und hoffe, dass er einfach nichts hat oder wechsle ich raus. Aber wir sehen, hier kommt der Z-Move und das ist der Gesteins-Z-Move und eine Z-Steinkante kann ich leider nicht mit diesem Manaf überleben. Heißt, Manaf ist jetzt leider an der Stelle schon weg. Hat aber immerhin schon mal schön Chip-Damage auf dem Griffeldes hinterlassen. Hätte aber auch durchaus mehr machen können. Wäre vor allem gegen Jirachi nochmal ziemlich nice gewesen. Problem ist halt einfach, ich war mir unsicher dadurch, dass er so viele U-Turn-Plays gemacht hat, ob er diese Z-Steinkante oder diesen Z-Nahkampf wirklich hat. Denn eigentlich hätte er auch so reingehen können, glaube ich, ohne den ganzen U-Turn-Damage. Aber klar musste er so machen, damit halt das Terrakium nicht effektiv getroffen wird und rausgenommen wird. Ich gehe jetzt hin, mein Sylveon. Möchte schauen, okay, hat er den Iron Head, hat er den Poison Jab, was hat er denn dabei? Was im Prinzip ziemlich dumm war, eigentlich hätte ich hier auch einfach drin bleiben können mit Sylveon. Beziehungsweise direkt in Rotom hätte ich gehen sollen, denn sein Terrakium könnte noch wichtig für ihn sein. Er kann eigentlich nicht riskieren, dass er hier auf eine Steinkante geht und die eventuell misst und dadurch sein Terrakium verbrannt oder auch paralysiert ist, weshalb ich hier relativ sicher auf das Irrlicht gegangen bin und ich mir schon dachte, okay, der hat jetzt schon relativ viele Hydros getroffen, zwei, und im vorherigen Kampf hat er auch schon alle Hydros getroffen. Der will sein Glück auch nicht überstrapazieren, da traut er sich, glaube ich, nicht, denn dann wird es kritisch, vor allem wenn Terrakium brennt. Das wäre nämlich super für mich. Und ja, jetzt kommt halt wieder Rotom Wash rein. Ich muss jetzt hier mein Sylveon gehen und das Ding ist halt einfach, Sylveon macht irgendwie in diesem Kampf nicht viel. Ich habe Sylveon für Terrakium und Haxorus mitgenommen, aber es baitet halt immer dieses verdammte, ich hoffe, baitet ist hier das richtige Wort, dieses verdammte Jirachi rein und macht halt selber nicht so viel. Hat jetzt einmal einen Wish gepasst, den ich nicht unbedingt zwingend gebraucht hätte. Heißt, hier kommt die nächste Hydro-Pumpe und Sylveon ist hier schon weg. Also hat hier irgendwie nicht die Rolle erfüllt, wie ich sie gern gesehen hätte. Ist aber auch relativ schwierig gewesen. Dann kann ich jetzt hier aber in Lucario gehen. So, und das Ding ist, ich wusste, er kann eigentlich jetzt hier nicht riskieren, einen Hydro-Pumpen-Miss einzugehen. Er muss jetzt hier eigentlich in irgendwas rauswechseln. Heißt, ich dachte mir, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich Ränkeschmied drücken muss. Und hier kam das Griffeldes rein und hier habe ich lange dann überlegt. Dadurch, dass er T-Spike spielt und dadurch, dass er die Yachi-Berry spielt, muss er eigentlich, sagen wir, zu 95% den Wirbelwind im Set haben. Ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass er den hat. Bedeutet, ich gehe hier auf den Angriff, weil ich hier momentan nur noch versuchen werde, auf Differenz zu spielen oder auf Crits zu hoffen. Denn momentan sieht es gar nicht so gut aus. Wir nehmen das Griffeldes raus, aber durch den Life-Up nehmen wir halt ziemlich viel Damage. Er hätte an der Stelle nämlich tatsächlich nicht Wirbelwind gedrückt, sondern Brave Bird. Heißt, wir hätten hier tatsächlich noch einen zweiten Nasty Plot, also einen zweiten Ränkeschmied rausbekommen, mit dem wir tatsächlich noch auf einer ganz guten KP-Range gewesen wären. Und die Vakuumwelle hätte auch dieses Haxorus zum Beispiel einfach direkt rausgenommen. Er hätte dann wahrscheinlich auch direkt erst in Jirachi gehen müssen und hätte dann unser Steadfast aktiviert, weil er wahrscheinlich auf Hardstamp gegangen wäre, hätte uns geflincht, das heißt, wir wären auf plus 1 gegangen. Und je nachdem, wie viel die Rolls gewesen wären, hätte dieses Lucario wirklich immensen Damage hinterlassen können, was ziemlich nice gewesen wäre. Ich gehe jetzt hier in meinen Marmutil, dachte mir, okay, eigentlich kann er Haxorus an der Stelle abwerfen, das bringt ihm nicht mehr wirklich was. Er zieht es aber tatsächlich nochmal zurück, geht in seinen Rotom Wash. An der Stelle hätte ich jetzt hier super, super gerne entweder gesubbt oder den Freeze-Dry drin gehabt. Leider habe ich hier nur den Eissplitter, der nicht so viel macht. Sub wäre halt ganz nice gewesen. Dann wären wir dahinter, hätte er die Hydro-Pumpe zum Beispiel gemisst. Dann hätten wir jetzt hier zwei Icicle-Crashes for free raushauen können und die hätten dann auch gereicht. Und hätten dieses Rotom Wash rausnehmen können. Aber naja, ich gehe jetzt hier mein normales Rotom, möchte das hier an der Stelle abwerfen oder hoffe halt, dass die Hydro-Pumpe mal wieder misst, aber die trifft natürlich mal wieder.
Also der hat heute das Zielwasser gesoffen, ne? Das ist nicht mehr witzig, was der bis jetzt alles an Hydropumpen getroffen hat. Der hat auch schon im vorherigen Kampf alles getroffen, da kommen wir dann noch dazu, wie viele er getroffen hat. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier in meinen Miltank rein, kriege hier das Poison ab, was natürlich relativ nervig ist, und nochmal die Tarnsteine, kann aber hier jetzt auf den Body Slam gehen, während er hier nochmal auf die Hydropumpe geht, die natürlich connected, wie soll es denn noch anders sein, hier guten Damage hinterlässt. Ich glaube, das war sogar eine Max-Row an der Stelle. Ich drücke Body Slam und das reicht nicht mal ganz knapp aus. Und dann kommt diese verschissene 50% Beere, mit der ich tatsächlich auch schon gerechnet habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall eine Roll war oder nicht. Ich weiß nicht genau, wie das Death Investment von ihm war. Weil je nachdem hätten wir das Rotom Wash halt noch rausnehmen können. Was für die Differenz auf jeden Fall ziemlich nice geworden wäre. Und hier zeigt er uns auch den Voidwechsel. Ja, war halt relativ obvious, dass er den hat. Während ich mich hier dazu entschieden habe, erstmal auf Milchgetränk zu gehen, denn ich dachte mir, okay. Also entweder trifft er halt die Hydropumpe jetzt noch einmal, oder er verfehlt sie, oder er drückt Voidwechsel. Und alle drei Sachen, bis auf, dass er Hydropumpe nochmal trifft, gehen mit Milchgetränk in meinem Gunsten aus. Heißt, es passt eigentlich ganz gut für mich. Wir kriegen jetzt nämlich so viel KP wieder, dass wir nach dem Poison normalerweise einen Klaus Comet von einem Terrakium noch ganz knapp überleben sollten. Was für mich bedeutet hat, ich kann jetzt hier erstmal auf die Thunder Wave gehen, da unsere Choppleberry sich ja jetzt aktiviert, wir diesen Move jetzt ganz knapp überleben sollten mit exakten 6 KP. Heißt, das Poison wird uns danach rausnehmen, ist ein bisschen doof, aber ja, was soll man machen. Und jetzt müssen wir natürlich noch die T-Wave treffen. Die Frage ist natürlich, treffen wir auch die T-Wave? Und ja, der Herr der Fair Moody, der trifft tatsächlich die T-Wave. Ich möchte kurz anmerken, appreciated mal bitte die ganzen Spitznamen, die sind, oh, ich liebe sie. Naja, Miltank geht halt jetzt down, wer hätte es gedacht, und wir haben nur noch Marmutil. Und die Sache ist die, ich kann jetzt mit Marmutil noch ein bisschen aufräumen, noch ein bisschen die Differenz verbessern. Wenn er hier die Full Para bekommt, denn ich kann jetzt hier eigentlich, dadurch, dass er paralysiert ist und langsamer ist als ich, kann ich hier safe erst einmal auf eine Runde Sub gehen. Denn entweder bricht er danach den Sub und ich muss auf EQ gehen und dann kommt sowieso Rotom Wash, was weiß ich, oder Jirachi rein, die mich danach rausnehmen. Oder ihr kriegt halt die Full Para, die, wie wir sehen, nicht bekommen, und dann kann ich nochmal EQ und das Terrakium rausnehmen. Mit zwei Icicle Crashen kann ich das verbrannte Rotom, glaube ich, auch rausnehmen. Dann kriege ich natürlich immer wieder Poison Damage, wie wir sehen, und der Poison Damage macht, wie viel macht er? Ich glaube, ich hätte noch exakt 4 Angriffe rausbekommen, bevor ich vom Poison erledigt worden wäre. 75 auf, 52 sind 23. Ich glaube, nee, sogar nur, doch 4 Angriffe müssten es noch sein. Also der Sub halt war ein Angriff und danach noch 3 weitere, glaube ich. Heißt, wir hätten im Prinzip noch ein Pokémon mitnehmen können. Sehr wahrscheinlich, weil entweder hätten wir dann Jirachi, also gegen Ende wäre es dann wahrscheinlich ein 2-0 geworden, hätten wir jetzt hier die Full Para bekommen. So ist es halt jetzt ein 3-0, glaube ich. Ja, weil das Jirachi jetzt reinkommt, dann ist das halt schneller und das muss jetzt nur Iron Head, Hard Stamp, Fire Punch, was weiß ich, drücken und nimmt mich halt damit raus, weil aus der Range überleben wir es leider nicht mehr. Sowas kann man zu dem Kampf sagen. Ich hätte wahrscheinlich gegen das Mandibuzz auf jeden Fall nochmal Nasty plotten sollen, aber zu dem Zeitpunkt, ich war mir eigentlich fast hundertprozentig sicher, dass er Wirbelwind im Set haben muss, dadurch, dass er T-Spike spielt und die Yachi Berry. Das Problem war, ich habe an dem Kampf fast schon den Kampf als verloren ausgesprochen für mich selber und dachte mir, okay, du musst jetzt eigentlich auf Differenz spielen, damit du die möglichst niedrig hältst. Und da war halt Aurasphäre dann eher der Play, wenn Lucario nochmal rausgewirbelwindet worden wäre, dann wäre das Ganze nicht so schön ausgegangen. Überhaupt nicht, dann wäre das wahrscheinlich eine höhere Differenz für ihn geworden. Das ist halt so die Sache. Im Endeffekt, was kann man zum Kampf sagen? Ich hätte, glaube ich, Sylveon tatsächlich nicht mal mitnehmen sollen. Weil Sylveon lässt irgendwie immer dieses verdammte Jirachi reinkommen. Und Sylveon kann das Ding nicht touchen, außer ich hätte Shadow Ball drauf, aber irgendwie war mir hierbei wichtiger. Ich hätte wahrscheinlich in diesem Kampf offensiver agieren sollen. Ich hätte Megalatias, so wie ich es anfangs geplant hatte, tatsächlich über das Sylveon mitnehmen sollen. Und dann damit versuchen, Druck aufzubauen. Das wäre halt schneller als alles gewesen, hätte auch gut Druck aufgebaut. Also das wäre wahrscheinlich an der Stelle besser gewesen. Ich denke, ich glaube, ich habe den Fehler im Teambuilding-Video, im Teambuilding gemacht und habe mich da, also jetzt, eigentlich war ich nicht mal krass defensiv unterwegs.
Weil Rotom war zwar defensiv, hat aber offensiven guten Damage-Output durch Böde, was ihn überrascht hat. Aber ich hätte wahrscheinlich dieses Sylveon tatsächlich gegen Megalatias austauschen sollen und damit offensiver agieren, auch wenn sowas wie Toxin relativ nervig ist. Aber naja, so ist es nun mal. Schauen wir, dass wir es im nächsten Kampf wieder besser machen. Heißt, wir sehen uns nächste Woche wieder hoffentlich. Bis dann und ciao.